Hallo, ich bin Carsten in Sorge. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ja, also ich bin nicht in Sorge, sondern in dem Ort Sorge. Sorge mit Z. Ich denke mal, dass es Sorge ausgesprochen wird. Spinnenweben. Ja, das heißt, ich bin jetzt einiges weiter im Westen, beziehungsweise würde schon fast sagen, mittlerer Harz. Also bin noch nicht im ehemaligen Westen. Ja, hab mir hier eine Tour zusammengebastelt rund um Sorge. Geplant habe ich für heute 4 Stempel. Blende ich mal ein, welche, weil ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ja. Ich bin hier gerade unten im Ort gestartet. Wie ihr hört, bin ich schon ein bisschen am Schnaufen. Geht direkt mit einer ordentlichen Steigung los. Ja, ich habe heute Trekkingstöcke dabei, weil ich erwarte heute auch ein paar mehr Höhenmeter. Bin da echt mal gespannt. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann bleibt ihr dran. Und kommt mit. Ja, es geht hier immer noch ordentlich weiter bergauf. Also ich gehe jetzt erstmal vom Tal aus, von Sorge aus, hier den Berg hoch. Dann auf dieser Seite des Tals sind 3 Stempel, die ich mir heute holen will. Und dann geht es wieder runter nach Sorge. Und dann auf der anderen Seite den Berg hoch. Da ist dann aber nur noch ein Stempel. Ja, hier in der Stiefmutterhütte ist der erste Stempel. Das ist ja mal eine schicke Hütte. Also Stempelstelle 164 Stiefmutter ist meiner. So, und dann einmal ein bisschen Aussicht von der Stiefmutter. Warum die Hütte hier Stiefmutter heißt, weiß ich gerade gar nicht. So, dann geht es erstmal wieder zurück. Aber wir sind doch in Niedersachsen. Einmal 100. Ja, also scheinbar sind wir doch in Niedersachsen. Landkreis Osterode. Osterode ist das. Tja. Ja, ich wollte euch das Schild jetzt gerade nicht zeigen, weil da Sauereien drauf gemalt sind. Aber da stand so ein Infoschild 100 Meter mal 100 Meter. Der Landesforsten Niedersachsen. Also gehe ich mal davon aus, dass wir doch das Sorge doch. Aber ich habe immer gedacht, Sorge ist Osten. Aber naja. Aber es kann aber auch sein, dass es ein Sorge mit S und ein Sorge gibt. Und ich, naja, ich muss mal gucken, ob ich gleich mal einen Einheimischen finde. Den frage ich mal, ob ich in Sorge bin oder in Sorge bin. Weil das wird das erklären. So, und da vorne bin ich dann wieder an der Kreuzung. Von rechts bin ich vorhin hochgekommen. Jetzt geht es dann gleich nach links weiter. Weiter bergauf.
aber ist eigentlich ganz moderat. Ja. Auch hier das meiste bis jetzt hier breite Waldautobahn. Da brauche ich dann auch keine Stücke. So, wie gesagt, von rechts bin ich gekommen. Und jetzt geht es hier weiter den Berg hoch Richtung Roter Schuss, glaube ich. Ja, Roter Schuss, da wollte ich hin. Aha. Hier kommt ein Single Trail. Wollen wir mal hoffen. Aber so viel hat es ja noch nicht geregnet. Ich wollte gerade sagen, wollen wir hoffen, dass es nicht allzu matschig wird, aber die letzten Tage waren ja schön. Und es ist ja erst heute wieder so ein bisschen regnerisch. Sieht so aus, als würde die Sonne wieder rauskommen. Haben sie auch gesagt, dass so ab mittags die Sonne wieder rauskommen soll. Ja, das Schild da oben erklärt es. Wir sind hier also an der ehemaligen Grenze unterwegs, auf dem Harzer Grenzweg, welcher wohl auch ein Teil des Grünen Bandes ist. Ja, dieser Pfad hier scheint tatsächlich direkt auf der Grenze zu verlaufen. Also rechter Seite sagt mein Garmin, wäre Niedersachsen. Ja, dann wird linker Seite Sachsen-Anhalt sein. Oder habe ich jetzt gelogen? Ne, ich meine schon. Ja, nachdem ich gestern ja fast ausschließlich durch gerodete und nicht mehr vorhandene Wälder gegangen bin, ist das heute ein ganz anderes Bild. Und wenn ich dann da in die Richtung weiter schaue, da sind dann auch wieder jede Menge kahle Flächen im Nebel zu erkennen. Auch hier ein paar tote Tenschen oder Fichten. Fichten. Aber fragt man sich wirklich, wie hier eine Grenze verlaufen konnte. Jo, hier ist Grenzstein. Vor allen Dingen, wie man hier die Grenze kontrollieren konnte. Also schon heftig.
Ja, da hinter mir kann man noch einen alten Grenzpfahl erkennen. Also ich bin hier immer noch auf dem Harzer Grenzweg unterwegs. Und also es geht hier ganz schön bergauf, bergab auf Single Trails. Und da fragt man sich wirklich, wie man hier so eine Grenze bewachen konnte. Also die Grenzsoldaten hier, die waren auch nicht zu beneiden. Ja, der Weg schraubt sich hier immer weiter den Berg hoch. Aber gleich habe ich den höchsten Punkt der Tour erreicht. Zumindest zeigt mir das Höhenprofil vom Navi an. So, Stempelstelle 165, die Wendeleiche. Alter Schwede, geht das hier hoch. Aber ist auch hier wirklich dann so ziemlich der höchste Punkt meiner Tour heute. So, jetzt hole ich mir erstmal den Stempel. So, jetzt kommt erstmal ein Stück Kolonnenweg. Ja, schade, dass das so diesig ist heute. Ich glaube, von hier aus hätte man sonst echt einen schönen Ausblick. Na egal. Weiter geht's zum Roten Schuss. Ja, da musste ich gerade mal die Strecke ändern. Da war wegen vergangener Baumfellarbeiten der Weg unpassierbar. Bevor ich mir die Gräten breche. Aber dürfte kein großer Umweg gewesen sein. Eigentlich denke ich mal gar nicht. Also die Wege verliefen mehr oder weniger parallel. Nur dass der hier über den Berg ging und der andere nicht. Ich würde euch ja gerne tolle Harzlandschaft zeigen, aber irgendwie viel mehr als normalen Wald in Anführungsstrichen kriege ich heute nicht zu sehen, weil da wo Aussicht wäre, fällt so heute aus wegen ist nicht. Obwohl hier da vorne scheint ein bisschen was zu sehen zu sein. Naja, wie Sie sehen, sehen Sie auch hier irgendwie nichts. Aber hier ist dann die Schutzhütte, Roter Schuss und der nächste Stempel.
Ja, vom roten Schuss aus steige ich jetzt scheinbar hier erstmal in Serpentin, wieder ab Richtung Zorge. Na, schauen wir mal. Hoffentlich sind wir hier auch richtig. Sonst muss ich hier nachher wieder alles den Berg hoch. Also irgendwie passt der Weg nicht hundertprozentig zum Weg auf dem Garmin, aber die Richtung stimmt. Also wird schon passen. Den Sonderstempel zwei Ländereiche habe ich mir auch gerade geholt. Ich muss hier so ein bisschen gucken, wo ich laufe. Deswegen kann ich nicht nur so in die Kamera schauen. Den brauche ich für unter anderem auch für das Stempelheft vom Harzer Grenzweg. Habe ich den auch schon mal im Sack. Ja, mal gucken, welche Nadel ich als nächstes schaffe. Also bin ja heute jetzt einige Kilometer oder Meter auf dem Grenzweg gelaufen. Wenn ich bedenke, ich müsste den mit dem großen Rucksack laufen. Huiuiui. Also da sind schon ein paar heftige Anstiege dabei. So, jetzt geht es erstmal runter nach Zorge. Und dann schauen wir mal, weil der Sonderstempel, der war jetzt nicht ganz eingeplant, beziehungsweise den hatte ich vergessen, dass ich den eingeplant habe. Also gibt es heute sogar, wenn der letzte noch da ist, weil da bin ich mir gerade nicht so sicher, da ist die App nicht so eindeutig, dann würde es 5 Stempel heute geben. Wobei der eine ja nur, in Anführungsstrichen, nur ein Sonderstempel ist.
Aber der würde zumindest für den Harzer Grenzweg zählen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier weiterkomme. So, ich bin wieder unten im Tal. Gerade schon die ersten Häuser wieder gesehen. Ah, da hinten kommt auch schon eine Straße. Jetzt muss ich ein Stückchen durchs Tal laufen. Und dann geht es auf der anderen Seite wieder den Berg hoch, aber dürfte nicht mehr allzu viel sein. Ja, aber kann trotzdem noch steil sein, so ist es nicht. Nur den Stempel, den hole ich mir noch. Weil sonst muss ich ja noch mal wieder hier hin. Was aber auch nicht unbedingt schlimm wäre. Ja, ich habe jetzt hier auf einer Bank noch mal Pause gemacht. Im Ort und noch mal genau recherchiert. Die Stempelstelle gibt es tatsächlich nicht mehr. Also gehe ich jetzt direkt zurück zum Auto. Fahre ich mir den Anschluss. Ja, ich habe mir jetzt hier einen Weg entlang gesucht. Was heißt gesucht? Auf die Karte geguckt und direkt gefunden. Ich denke mal, da hinter der nächsten Kurve kommt dann mein Auto. Ja, also sieht wirklich so aus, als würde es den Stempelpferdchen nicht mehr geben. Oder zumindest an der Stelle nicht mehr geben. Ich werde es mal zu Hause noch mal richtig recherchieren. Ja, ich habe die Tour hier, oder die drei Touren, die ich hier im Urlaub gehe, relativ schnell zusammengebastelt. Von daher kann das durchaus sein, dass ich da eine ehemalige Stempelstelle jetzt mit dabei habe. Ist nicht so schlimm. Ich habe auf jeden Fall drei neue in meinem Wanderpass und noch einen Sonderstempel dazu. Und damit bin ich ganz zufrieden. Morgen wird es dann Richtung Thale gehen. Morgen ist auch mein letzter ganzer Tag. Aber ich habe extra den Dienstag dafür genommen, weil Thale ist auch immer so ein bisschen Touristenmagnet. Und wer ein langes Wochenende macht, der nimmt ja gerne noch mal Montag dazu. Somit hoffe ich, dass in Thale morgen nicht allzu viel los ist. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.